gut. Jo. Yo, yo, Leute, wir sind wieder zurück hier bei dem Driftrennen. Wir haben mal die Ladezeiten geskippt und es geht gleich los, ohne groß zu reden. Diesmal bin ich mal der stillere Part. Felix, du musst übernehmen. Das ist, wie gesagt, ne, ist gar nicht so einfach. Gerade mit dem Wagen. Der Wagen ist echt sehr zickig. Man muss da höllisch aufpassen. Der geht schon ordentlich ab. Der hat anscheinend richtig Leistungsgefühl. Also richtig wenig Gewicht und dafür viel Leistung. Und das war mal ein echt guter Drift. 1800 Punkte. Und ich finde, ehrlich gesagt, für mich persönlich die Driftrennen in diesem Spiel am besten. Erstmal schön die Hupe drücken. Ja, denn ja, ja. Es geht ja auch um die Zeit. Wir müssen echt auf die Zeit gucken. Ja, ich habe das letzte Mal deutlich zu viel Zeit verplempert, aber wenn die Drifts gut sind, ist die Zeit eigentlich fast egal. Naja, die Zeit muss schon eingehalten werden. Nee, die Zeit. Wir haben noch trotzdem deutlich viel bekommen dafür. Ja, aber der war schön. Der Drift wieder. Du musst vor der. Bevor die Zeit abgelaufen ist, musst du ein Ziel sein. Nee. Nicht. Wir haben doch trotzdem Gold bekommen. Ach ja, stimmt. Ach also, ja, jetzt verstehe ich, was du meinst. Also das müssen wir auf jeden Fall nicht, aber die Hauptsache ist, dass diese Drifts gut gesetzt sind. Wir sind ungefähr gleich auf. Von der. Der war schön. Ein schön langer Drift. Und auf jeden Fall, das kann man, ne? Ist auf jeden Fall schön, was er gerade da hinzaubert. Ja, und jetzt 24 Sekunden hat er noch auf der Uhr. Aber ich glaube, das wird knapp bis gar nicht gehen. Ich sehe das noch so ein bisschen. Ja, jetzt kommt er da weit raus. 11 Sekunden hat er noch. 5000 Punkte brauchen wir noch. Nee, das wird nichts mehr. Zwar relativ knapp, aber. Schade. Wie viel haben wir? 22. Oh, das war knapp. Das war knapp. Das war knapp, das war gar nicht so schlecht. Du hast Gold geholt. Ja, komm, wiederholen. Ach, ich hätte schon fast wieder auf weiter gedrückt. Oh. Aber ich hätte bei mir X-Sicher gehabt. Gut, dass ich den Controller schon vorher aus der Hand gegeben habe. Hätten wir nämlich erst schneiden müssen. Aber an der Stelle, ich fahre das jetzt einfach mal so. Ja. So, wollen wir mal gucken. Der Wagen geht ab, ne? Jo. Der Wagen geht echt effektiv nach vorne und da muss man wirklich auch ein bisschen auf die Zeit achten, weil die Zeit hat wieder mal nicht gereicht. Start mal gleich neu, oder? Was soll's? Ja, da brauchen wir gar nicht weiter anfangen, wenn man da schon so direkt wieder auf die Strecke. Man zu viel. Du fährst, ich rede. Machen wir's so. Ich möchte ein bisschen die Last nehmen, weil auch wenn man das als Let's Player eigentlich gewohnt sein sollte, ist trotzdem immer da wieder der Fall ist, dass man sich beim Reden ein bisschen zu sehr auf das Let's Play an sich konzentriert und nicht aufs Fahren und deswegen mache ich jetzt mal beim Driftrennen so, dass ich jetzt mal den Felix mal ein bisschen in Ruhe lasse. So. Ja. Jetzt geht's los. Wird schon. Geht schon. Hopp, 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 hopp. So, erste Kurve geht. Gleich 600 Punkte gemacht und wir gehen in den Alter. Fresher Drift. 2400. Das sind so die Rekord-Drifts. Also an die 3000 sind wir noch nie gekommen. Und da haust du die Karre richtig rum. Das ist awesome. Das ist awesome. Da merkt man, er hat auf jeden Fall ordentlich Plan. Ja, komm. Da am besten Rückwärtsgang, schnell, schnell. Jetzt geht's auch um Zeit. Jetzt geht's auch um Zeit, genau. Aber er kommt wieder mit einem guten Drift raus, fast wieder ein Taui, an Punkten hingebastelt. Und das war zu weit innen. Aber wir kriegen sie noch, wir kriegen sie noch. Und das hat den Wagen ordentlich zugesetzt. Jetzt hat er auf jeden Fall Probleme. Entweder mit der Lenkung oder allgemein mit dem Fahrverhalten, das weiß man nicht. Linkskurve, ordentlich reingeschmissen, wieder über 1000. Knapp 2000, ordentlich, ordentlich. Aber er mag die Bäume, er mag die Bäume, er mag die Bäume. Hälfte des Rennens ist hinter uns, wir haben bis jetzt 16.000. Das wird was, wenn wir so hoch kommen wie runter. Aber die Vergangenheit, die letzten Driftrennen haben gezeigt, das ist oftmals nicht der Fall. Hoch heißt oft weniger Punkte als runter. Aber ich lasse mich gerne, gerne eines Besseren belehren. Wir sind bei fast 20.000, es fehlen also nur noch 6.000. Die Zeit passt, 40 Sekunden sind noch auf der Uhr. Das heißt, man könnte echt sich mehr auf die Drifts konzentrieren als auf die Zeit. Das ist was Gutes. Und jetzt kommt die Driftkurve schlechthin, die aber leider völlig verpatzt wurde. Aber 2.500, da fehlen nur noch 3.000, da fehlen nur noch 3.000. Jetzt muss es, jetzt. Oh, und da hast du alles vergeigt, was man vergeigen kann. Wenn das mal nicht am Ende zum Riesendesaster wird, jetzt muss alles sitzen.
Das war so knapp! Das war so knapp! Das war so knapp! Das war sowas von fucking knapp! 50 Punkte und die Zeit ausgereizt bis zum geht nicht mehr. Am Ende ziemlich viele Fails, aber what the hell, das war richtig fresh, das war richtig fresh, das war gut. Also Hut ab, 50 Punkte. Runter 17.000 hoch nur, ne? War gut, war gut. Ja, geil, dann würde ich sagen, machen wir den Part gleich mal wieder, ne? Weil wir haben jetzt ewig lange Ladezeiten, das ersparen wir euch. Der Part war mal ein bisschen kürzer, aber der nächste ist ja gleich schon wieder parat für euch. Also haut rein, bis zum nächsten Video.